Hallo, grüße miteinander und ein herzliches Willkommen zurück hier bei Galaxy Fan mit und von eurem Jan Simon. Und ich begrüße euch zum letzten Kapitel des Jahres 2021, nämlich dem Dezember und die Vorweihnachtszeit des Jahres 2021. Ja, auch dieses Jahr, interessant, dass meine Gabe nicht anders will, auch dieses Jahr leider anders, als wir es eigentlich hätten uns alle wünschen wollen. Weiß nicht, ob das jetzt grammatikalisch ist, ja auch egal. auch wieder dieses Jahr oder heuer. Leider mit ein paar Einschränkungen. Ich rechne mal damit, dass es die nächsten Wochen nochmal ein bisschen verschärft wird. Ist ja Impfpflicht momentan gerade im Gespräch. Aber darum soll es ja nicht gehen, sondern um Weihnachtszeug. Also, ich habe mir für dieses Jahr gedacht, dass ich mir ein paar kleine Kameraden hier an die Seite stelle, die halt mich meine ganze Aufnahme lang begleiten. Den Anfang macht die Jude Enterprise D 1701, also USS Enterprise NCC 1701 D Galaxy Klasse. Naja, ach, meine Lieblingsklasse, Raumschiff. Naja, wer hätte es gedacht bei dem Namen Galaxy Fan, ne? ja, gut, Enterprise, du kommst erst einmal auf Seite. Dann habe ich hier, das war im Dings drin, im anderen Adventskalender, den ich vorhin schon auch gemacht habe. Bild kommt gleich. Ja, das sind so Plastikverpackungen mit Sternchen, wenn man es nicht gesehen hat. Und da drin war eine Edelmarzipan. Stab oder ein Marzipanstab oder ein Stäbchen. Also eher gesagt zwei und ein 5-Euro-Gutschein beim Lidl. Ja, Lidl. Und ja, also können wir mal auf jeden Fall was damit anfangen. Also Edelmarzipan mit Schokolade drum hat auf jeden Fall sehr gut geschmeckt. So, dann kommen wir mal zum nächsten und zwar zum Milka. Zarte Momente Adventskalender. So sieht er aus. Und ja, da sind wir jetzt mal am Besuchen. Da haben wir die 2 auf jeden Fall gefunden. Da ist die 1. Ich habe die 1 gefunden. Hier ist die 1. Und ich versuche mal so zu öffnen, dass ihr es sehen könnt. Wird wahrscheinlich. Na, es geht tatsächlich. Hier ist die 1. Hier ist die Öse bzw. die Lasche für das Türchen. Ich muss aufpassen, dass ich ihn nicht kaputt mache. Ich brauche ihn ja schließlich noch für eine Weile. Bis zum 24. Ja, wird auf jeden Fall schwer, das euch so zu zeigen, aber ich gebe mein Bestes. So, dann abends. Jetzt habe ich das Türchen. Jetzt habe ich das Türchen. Jetzt habe ich es. Und es ist. Elm und Caramel? Sehr interessant. So, komm mal raus. So. So, Mandelkaramell. Sehr interessant. Hier, für euch nochmal zum Lesen. So, Fokus. Dankeschön. Mandelkaramell. Ja, sehr interessante Überraschung. Das war Türchen Nummer 1 des Milka Zarte Momente Adventskalender. Sehr interessant. Dann wollen wir das Ganze jetzt doch mal aufmachen. So. Diese Form hat es. Sehr interessante, wie ich hinzufügen möchte. Ob es schmecken tut. Sehr Karamell und Mandelhaltig. Naja, hätte ich nicht erwartet bei Mandelkaramell. Sehr interessante Geschmackskombination, möchte ich sagen, an der Stelle. Sehr interessant. So, ich komme noch mal kurz zu Ende. Es dauert noch kurz. Ja, sehr interessant. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass es so geht. So, und dann kommen wir jetzt zum letzten Adventskalender für heute.
Der Adventskalender ist ein bisschen verpackt. Den hole ich jetzt mal ganz kurz raus. Ach ja, da oben. Oder? Warte mal. Erst einmal hier öffnen, genau, die Lasche raus. Oder ist das eine Lasche? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall das Teil rausziehen. Oh Mann, das macht schon wahrscheinlich mehr Arbeit als der andere Adventskalender. Oh Mann. Ja, sowas habe ich gerne. Mann, ey, das gibt's ja nicht. Jetzt kriege ich den Adventskalender nicht auf. Ich bin ein Held. Ich bin ein Held. Das gibt's doch nicht. Okay. Na komm. So, jetzt habe ich ihn auf. Na, jetzt habe ich das Ding kaputt gemacht. Naja, ist ja egal. So. Hoppala. Ja, da ist die Anleitung rausgeflogen. Alles klar. So sieht der Adventskalender aus. Sehr interessant, wie ich finde. Und die Besonderheit, man kann ihn sogar anmachen. Sogar drei Optionen, nämlich einmal off, also offline, also aus, einmal an und einmal Timer. Was ich sehr interessant finde, ich stelle es mal auf Timer, dann ist es auf eine Zeit eingestellt und dann leuchtet er für eine bestimmte Zeit und dann schaltet er sich selbst wieder aus, was ich sehr geil finde. Dann kommen wir jetzt mal zu eins. Ich habe es auch schon direkt hier und da drin ist. Ich bin mal gespannt. Ach so. Ah, okay. So geht's raus. Ein Merci Petitz. Und dann kommt diese raus. So, Dankeschön. Türchen Nummer 1, du darfst wieder raus. Also wieder rein. Der interessante Kalender, hat sich meine Oma für mich einfallen lassen. Hat sie dementsprechend auch selber Sachen reingemacht. Da bin ich auch immer sehr gespannt, was immer jeden Tag drin ist. Und weiß, also White Crisp auf jeden Fall. Da, Moment, Fokus, kommst du bitte? Fokus, wo bist du? Fokus. Naja, jetzt will er nicht gerade. Na, da steht auf jeden Fall White Crisp da. Das mache ich dann nach der Aufnahme. Und ja, dann habe ich jetzt für diesen Adventskalender Türchen Video habe ich jetzt noch zwei Dinge vorgesehen, nachdem die Weihnachtssachen abgeschlossen sind. Nämlich einmal Grüße mal wieder. Und an der Stelle möchte ich mal meine Eltern ganz, ganz herzlich grüßen und ganz fettes Lob aussprechen, weil ohne meine Eltern, da wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht so der Mensch, der ich jetzt bin. Und sie haben mich auf jeden Fall auch weitgehend bei meinen Unternehmungen unterstützt. Das hat man auch heute wieder gesehen. Also ich habe es auf jeden Fall heute wieder gemerkt. Und einfach nur mal, es ist schön, dass ich euch noch habe. Andere haben ja ihre Eltern aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht. Ich weiß zwar einige, aber ich möchte sie nicht aussprechen, weil, naja, seine Eltern zu verlieren ist generell immer tragisch und traurig. Dafür ist es umso schöner, dass, wenn man seine Eltern noch hat. Und da ist es auf jeden Fall auch nicht verkehrt, seine Eltern wissen zu lassen, dass man sie liebt. Das sollte man auf jeden Fall manchmal auf jeden Fall auch sagen. Meiner Meinung zumindest. Und jetzt noch eine Kleinigkeit, die ich mir auch habe heute erst einfallen lassen. Und zwar ein Musikvorschlag für euch. Heute fange ich mal mit Glasperlenspiel an und zwar Geiles Leben. Googelt es mal bzw. sucht es auf YouTube und macht es euch mal an. Und ja, genießt es, genießt die Musik. Das wäre es jetzt wirklich tatsächlich an der Stelle. Das geht jetzt auch schon fast 10 Minuten lang. Also, wenn ich den ersten Teil hier wegschneide. Und dann verabschiede ich mich. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und ach ja, kurz bevor ich das Video schließe, noch zum Star Trek-Thema. Noch zu einem Star Trek-Thema. Ich habe natürlich Star Trek Discovery geguckt. Letzten Freitag, Samstag und Sonntag. Auf Pluto TV. Große Werbung, ja, ich weiß. Pluto TV ist ein Online-Streaming-Plattform,
wo man alle möglichen Sachen gucken kann, also vom Blutetv. Und da haben sie jetzt eine Rubrik extra eingebaut für Star Trek. Erst einmal Star Trek Enterprise und Discovery vorrangig. Also Enterprise läuft halt die meiste Zeit des Tages. Und Discovery halt am späten Abend, so gegen 21 Uhr, also jetzt ist es fast 21 Uhr bei mir hier. Und ja, dann läuft Discovery und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es jeden Freitag ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir diese Woche, diesen Freitag, Samstag und Sonntag, die Folgen 3 und 4 von Discovery auf Deutsch und auf Englisch auf Pluto TV kriegen. Also Folgen 1 und 2, sehr interessant. Und hätte ich nicht gerechnet damit. Mehr möchte ich dazu jetzt aber auch nicht sagen und das war's dann jetzt tatsächlich mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich würde mich für einen Like und ein Abonnement von euch tierisch freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video bei Türchen Nummer 2 oder bei einem anderen. Bei einem Let's Play Video. Bis dann. Tschüss.